Manchmal hauen die Sims-Entwickler richtig rein und integrieren Details in die Sims 4, an die man sich nach einigen Jahren gar nicht mehr erinnert. Dieses Video wird sehr entspannt und sehr friedlich. Der Simmer Only a Beat Drunk hat nämlich ein Video hochgeladen, in dem er 50 coole kleine Pack-Features vorgestellt hat. Okay, wir starten schon direkt mit einem Fakt, den ich auch noch nicht wusste. Man kann die Neon-Schilder in The Sims 4 upgraden. Das ist ja spannend. Was zum Teufel? Also ich habe mit die Arbeit am Anfang so viel gespielt, aber ich wusste auch nicht, dass die überhaupt kaputt gehen können. Wer von euch wusste überhaupt, dass das möglich ist? Also ich glaube, ich habe die Neon-Schilder allgemein super wenig bisher benutzt. Als Computeringenieur habt ihr die Möglichkeit, diese Computerbrillen herzustellen und dann können die Sims ja einfach am Computer sein, aber auf eine sehr futuristische Art und Weise. Das finde ich ja mega cool. Ich mag das, wenn die Sims-Karrieren sich in der Hinsicht unterscheiden, dass man mehrere verschiedene Dinge freischalten kann. Wenn sie sowieso schon in Rabbit Hole sind, dann brauchen sie ja irgendeinen Sinn. Und ich finde, das hat diese Karriere hier auf jeden Fall ganz gut gemacht. Boah, also diese futuristische Rüstung, die man freischalten kann, erinnert mich schon fast hier so ein bisschen an so einen Marvel-Film einfach. Es geht weiter mit Karrieren. In Nachhaltig Leben könnt ihr als grüner Techniker einfach veganes Fleisch herstellen. Ich muss zugeben, dieses Objekt habe ich gefühlt auch schon wieder vergessen. Ich bin mal gespannt, ob eine Massage das Fleisch wirklich zarter macht. Ach ja, Reich der Magie brachte ja diese kleinen Wesen hier ins Spiel, die einem überall mit hingefolgt sind. Und wenn ihr sterbt, während dieses Wesen bei euch ist, dann kann es euch wiederbeleben. Ah, jetzt muss es das auch nur noch irgendwann fürs echte Leben geben und dann bin ich zufrieden. What? Wenn ihr als Vampir andere Sims aussaugt, dann gibt es Sims, die anscheinend ein besonders leckeres Blut haben. Und die Sims wollen dann natürlich auch von denen dann immer besonders gerne das Blut absaugen. Und die Beatrunk hat dann scheinbar extra eine Gruppe erstellt, nur mit genau diesen Sims. Ja, als moderner Vampir muss man auch gut organisiert sein. Wenn ihr Level 6 des Charisma-Skills erreicht habt, in der Nähe von dem Podium seid und einen Grabstein im Inventar habt, dann könnt ihr eine Trauerrede halten. Das ist auch wieder so versteckt, weil ich meine, dass genau diese Kombination aus dem Grabstein und dem Podium so eintritt, ist ja relativ selten. Das fand ich so ein cooles Detail in Zusammenwachsen. Jüngere Sims können älteren Sims Technik zeigen und das auch erklären und die Animation erkenne ich teilweise sogar so ein bisschen bei mir und meiner Mutter wieder, fällt mir gerade so auf. Und auch wieder so ein cooles Detail hier, in The Sims 4 Vampire hat dieses Vampirkuscheltier keine Reflexion im Spiegel. Boah, stellt euch mal vor, wie traumatisierend das sein muss, wenn ihr von eurem Kuscheltier gebissen werdet einfach, das könnte hier passieren. Ah, romantische Interaktionen kommen ja jetzt mit The Sims 4 verliebt mehr ins Spiel, aber in Gaumenfreunden gab es auch diese hier, wo die Sims sich so gegenseitig füttern. Total niedlich. Stimmt, das war ja auch irgendwie im Trailer, aber ist mir so explizit trotzdem noch nie so wirklich aufgefallen. Noch ein weiteres Feature von Zusammenwachsen. Die Sims können so ein bisschen im Internet nach ihrem Stammbaum suchen und es kann passieren, dass man einen mysteriösen Anruf von seinem Doppelgänger bekommt. Oder zumindest ein naher Verwandter, der dann auch vorbeikommt, wenn ihr auf OK klickt. Von so kleinen Dingen brauchen wir definitiv mehr in The Sims 4, die einen dann auch mal so ein bisschen, ja, überraschen auf jeden Fall. Das ist auch wieder so ein Feature aus der Kategorie What? Und zwar je nachdem, wo er auf das Bett hinklickt, setzen die Sims sich mit Highschool-Jahre entweder so im Schneidersitz hin oder auch einfach so auf die Knie. Wusste ich auch noch nicht, dass es so detailliert steuerbar ist. Ist ja witzig. Was ich mir auch nicht so ganz erklären kann, warum ist das möglich? Man kann mit dem Wassertool auch einfach Innenräume fluten, obwohl das ja eigentlich eher für so Pools gedacht ist. Da will ich nicht wissen, wie schnell sich hier in dieser Wohnung Schimmel bildet. Das ist wirklich episch. Bei Jahreszeiten ist es so, wenn ein Blitz einschlägt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass dann unten einfach ein Metall auftaucht oder auch ein Kristall. Also wenn eure Sims beim Sammeln ein bisschen faul sind, geht es auch auf diese Art und Weise. Das ist auch fies. Wenn eure Sims bestimmte Merkmale haben oder Level 2 der Schelmfähigkeit, dann können die Sims an Silvester einfach den Fernsehkanal manipulieren
und der Countdown, der dann da angezeigt wird, stimmt da nicht ganz mit der richtigen Uhrzeit überein. Auf jeden Fall sehr witzig, dass sie das mit eingebaut haben. Jetzt habe ich fast Lust, das mal im echten Leben auszuprobieren. Ach ja, ich glaube, Only a Beat Duangs Video hat mein Sims-Wissen auch mal wieder so ein bisschen aufgefrischt. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich direkt Lust, mit den Wissenschaftlern noch mal ein bisschen zu spielen. Schaut euch unbedingt das Originalvideo in der Beschreibung verlinkt an. Er macht allgemein echt coole Videos. Lasst gerne bei Only a Beat Duang und auch vielleicht bei mir ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.